Hallo ihr Lieben, ich bin heute bei der Lena und starte somit meine Reihe einen Besuch bei und ich freue mich schon, sie zu sehen. Wir kennen uns schon relativ lange sogar. Sie hat mir auch damals beim Umzug vom Robinho geholfen und ich freue mich richtig, jetzt mal wieder bei ihr zu sein. Ich habe mich irgendwie ziemlich dick eingepackt, ich glaube zu dick. Ja, den Stall hier kenne ich sogar auch schon. Ich werde jetzt mal reingucken, wo sie ist. Und ich glaube, ich ziehe mir mal direkt wieder zwei Schichten aus. So, ich habe sie gefunden. Wann kann sie man uns überhaupt? Stehen so ein bisschen. Das ist auch alles. Naja, gut. Was machen wir heute? Ein bisschen Bodenarbeit, ein bisschen Reiten. Vielleicht eine kleine Runde ins Gelände, wenn du mitgehen möchtest. Ja. Jetzt wollen wir erstmal. Ja. Dann wollen wir mal. Gucken, ich habe verlangt, keine Bodenarbeit mehr mit dir gemacht. Ach, die macht das schon. Hier stehen aber jetzt relativ viele Pferde, ne? Ja. Krass. So, ich glaube, fast alle Boxen sind belegt im Moment. Da stehe ich nicht. Oh ja. Mami! Das ist Gaia. Bist du motiviert? Übermotiviert. Wie lange reitest du Gaia jetzt schon? Oder bist du ihre Reitbeteiligung sozusagen? Ja, aber wie lange ich sie reite, ich glaube, das ist jetzt fast 2,5 Jahre oder so. Komm mal hoch, verfressen. War das bevor Robin hier zum Birkenhof gezogen ist? Seid ihr nicht kurz danach umgezogen? Wir sind im Februar gegangen. Ja, dann stand er da schon. Weil wir waren irgendwie im Mai oder so mal hier. Da sind es fast 3 Jahre, ne? Ja. Krass. Nee, über 3 Jahre dann schon. Oh, wie die Zeit vergeht. Genau. Ja, die Boxmutter. Ja, und die liebe Gaia kenne sogar ich noch, wo ich ein Kind war. Da war ich so 10, 11. Da stand die Gaia mit Robinho an einem Stall. Und mittlerweile ist sie 26, ne? Mhm. Ja, aber man kennt sich noch. Die Hübsche. Gaia ist schon reitfertig oder bodenarbeitsfertig? Alles in einem. Arbeitsfertig? So was hat man noch nicht, ne Maus? So sieht Motivation aus. Dann gehen wir, glaube ich, in die Reithalle, ne? Ja, draußen ist auch irgendwie ziemlich windig heute. Genau. Damit man uns auch verfehlt. Ja, stimmt. Ich komme mal mit rein. Soll ich zumachen? So. Dann gucken wir uns doch mal an, was die Lena jetzt hier macht. Ich visiere diesen Hocker an. Ja, der ist wie für mich gemacht. Just can't get enough. Now I'm trying to relieve the pain and fever of the guy that's stuck in love. Oh, oh.
Die Übung finde ich voll süß. Aber ohne Leckerlis kann sie das nicht. Piekst du in die Ohren? Ich piek so ein bisschen rein. Eigentlich macht sie es manchmal auf Schnitzen schon. Aber meistens zieht sie den Kopf dann auch weg. Und hier so. Ach so. Ah, ist das dann dieses Nein sagen? Ja, das sollte es sein. Ja, Gaia, geh mal gucken. Ein Ball. Echt? Ja, da ist sie voll motiviert jetzt. Wie sie guckt, kommst du jetzt? Können wir jetzt anfangen? Ja, echt. Ein großer grüner Apfelball. Ah, wie niedlich. Er gibt mir was. Essen. Baumstangen gibt es, glaube ich, wirklich auch überall. Wir haben nämlich auch so einen auf dem Hof. Jetzt gehen wir noch eine Runde raus.
Steht sie nun und wartet auf ihr Heu. Wir sind soweit fertig. Lena muss jetzt noch den Hufschlag haken. Und ich leiste solidarische Gesellschaft auf dem Höckerchen hier. Aber sie ist auch ganz schön fix. Ich glaube, sie macht das halt öfter. So, jetzt sitzen wir im Auto und Gaia steht in der Box, genau. Hat ihr Abendheu. Danke, dass ich hier sein durfte. Kein Problem. Ich bringe Lena jetzt noch nach Hause und fahre dann weiter zu Rubinho. Genau. Bis dann. Tschüssi.